Scheinbar lässt sich heutzutage alles im Leben kontrollieren oder steuern, auch ohne Kirche und ohne Beistand von oben. Es kann allerdings auch ganz anders kommen. Aber ich glaube, es zeigt sich ja gerade in Situationen, wo dein Leben anders läuft, als du dir es vorstellst. Wo du erlebst, dass eben das nicht stimmt, wenn du dir nur Mühe gibst oder wenn du dich gesund ernährst, na, kannst du nicht krank werden. Wie so alle die Sprüche heißen, die meinen, wir hätten das Leben in der Hand. Da kommt plötzlich eine andere Dimension, bricht da ein. Und da hat natürlich der Glaube für mich eine sehr tragende Antwort. Eine Antwort, die für ihn viel mit dem heutigen Karfreitag zu tun hat. Der Karfreitag zeigt mir, es gibt Situationen, die hast du nicht im Griff. Und die gehören zum menschlichen Leben dazu. Wenn Jesus am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist wohl der tiefste Punkt, den du von der Verzweiflung haben kannst. Und es tut mir gut, wenn ich das einfach zulassen kann. Es gibt Situationen, ich weiß nicht aus noch ein, ich bin nur verzweifelt. Und das gibt's im Leben und das hat seinen Platz. In der Karwoche und an Karfreitag selbst ist es Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl wichtig, auch einmal zur Ruhe zu kommen und auszusteigen aus der alltäglichen Betriebsamkeit. Gar nicht so leicht, wie er aus langjähriger Erfahrung weiß. Da erlebe ich als erstes, dass mir das wahnsinnig schwerfällt, die Stille. Meist gewohnt, dass man immer aktiv ist. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir modernen Menschen wieder viel stärker machen müssen. Und erzählt mir von einer eindrücklichen Begegnung aus seiner Zeit als Gemeindepfarrer mit einer alten Dame, die lange die Mesnerin der Kirche gewesen ist. Und plötzlich hatte die einen Schlaganfall. Und ich habe sie besucht und werde es nie vergessen, wie sie im Bett liegt, eine Dame aus Siebenbürgen, und mit ihrem eigenen Akzent der Finger hebt, mit der Hand, die nicht gelähmt war, und sagt: Der Herr hat mich in die Ruhe getan, das muss ich noch lernen. Das fand ich ein unheimlich starker Satz. Ernst Wilhelm Gohl ist überzeugt, es schadet unserer Gesellschaft, wenn wir die Ruhe nicht mehr aushalten. Denn in der Ruhe beginnt das Nachdenken, auch über die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten, über das also, was die Bibel Sünde nennt. Die Ursünde nach der Bibel ist, dass der Mensch sagt, ihr werdet sein wie Gott, ich bin der letzte Maßstab. Und ich glaube, wir laden überall dann Schuld auf uns, wo wir uns zum Maßstab machen und eben nicht mehr sehen, dass mein Gegenüber genauso Gottes geliebtes Geschöpf ist und der genau gleiche Wert hat wie ich. Und wir könnten jede Krise, glaube ich, durchbuchstabieren, dass es letztendlich geht. Ich bin das Maß aller Dinge, die anderen sind mir egal. Der Mensch darf sich nicht zum Maß aller Dinge machen und schon gar nicht darf er sich über andere erheben. Auch davon erzählt der Tod von Jesus am Kreuz. Wir haben unser Leben nicht voll und ganz im Griff und wir gehen auch nicht ohne Schuld und Egoismus durchs Leben. Unser Leben bleibt bruchstückhaft. Und für Bischof Gohl verschwindet das auch nicht einfach so, nur weil wir in 3 Tagen Ostern feiern, die Auferstehung Jesu von den Toten. Ernst Wilhelm Gohl meint: Ostern wischt ja nicht das weg, was geschehen ist, aber Ostern lässt in einem anderen Glanz erscheinen. Und das heißt für mich, dass ich dann die Gebrochenheit in meinem Leben zulassen, auch dazu stehen kann, weil ich weiß, dass auch ich mit all meiner Bruchstückhaftigkeit, auch mit meinem Scheitern einfach in Gottes Liebe aufgehoben bin. Weil ich weiß von Ostern her, dass mich nichts von Gottes Liebe trennen kann.